wirklich Wind. Und wir haben viel Wind gehört haben, aber ich habe mir zu Jörn, was ich gemerkt habe, wenn ich ein Fan bin, habe ich mal Chance für ihn. So, dort ist ein Gott draußen nicht. Ich heute Ihnen alle sehr willkommen, was hier sind, wo wir gekommen sind. Wir freuen uns von jedem einen, was hier ist von dir. Vielleicht sind hier Jas, heute sind hier bei uns Tüß. Und auch der wird uns von live checken down. So, sehr willkommen, all die, die gewählt haben hier für Blumenau. Und vielleicht wollen jeder einer, wenn wir abstehen, dort sind die Person, die alle begrüßen. Wenn sie mal kommen, wir müssen näher und sitzen an den Stuhl, wir checken nicht mal, wer du wirklich hast. Wir wollen noch mehr bei Herrn werden, an sich heute gekommen ist. Okay, sehr gut. Ich sage, hier sind noch Lied, wo ich nicht kann. Do. So, folgt hier uns, willkommen bei uns. Und die uns hier von dir besiegen. Do. Also, wir sind hier gekommen, zum Meier von Gott sein Wort lehren. Und das merkt das einmal wahrer Schein, nicht? Dass wir können inzwischen einen Sinn noch haben, nur die Drache weg. Und wir haben hier ein klein bisschen Bekundmerkung für Donnerstag, als Himmelfahrt, ist 28. Mai. Lockteens Mars, dann wird hier in New York die Zeugnisten sind von den TOF-Kandidaten, also wissen jeder einer Seite eingeladen. Und dann ist bald war der 19. Juni und dann ist Vaterstag geplant, nur den Gottesdienst. Also morgen dort wird nur den Gottesdienst, wo wir uns dann wie Komputierentop trafen, dort wird geplant ist, wo wir wollen Vaterstag feiern. Da wird in Mittag sein. Und ich glaube, wir können eine ganz schöne Zeit haben. So war uns neigen zum Gebet. Großer Gott, in Fuhr an den Himmel, wir kommen nun in dessen wunderschönen Morgen zu dir. Wir sagen dir Dankeschön, für dass du uns hast eine schöne Welt gegeben und du hast uns die Gesundheit gegeben, dass wir hier von dir dürfen. Top kommen, um mehr von deinem Wort zu lernen. Und Herr, wir danken dir für alle Studenten, die du an der Universität sind, in Chihuahua und hier im Land und im Land. Möchtest du in jeder Student dich besehen, wirklich stark zu sein und für die durchzustehen, für die einzustehen. Herr, wir freuen uns besonders am deine Kraft vereint. Und Führer, wir danken dir auch ganz besonders für den Kinder Gottesdienst und wir beten, du möchtest mit den Lehrern sein, wo du die Abgabe hast, mit den Kindern zu schaffen, sehen du und in ihrer Zeit nun. Und Herr, wir möchten noch so gehen, dass das wird Regen geben hier in unserer Gegend. Wir sind hier in der Gegend, wo das für einen Betrieb ist. Und Führer, wir freuen ganz besonders, dass du möchtest an uns denken, du möchtest uns den Regen schicken, wo du fehlen hast, aber starb. Dort merkt uns frisch und dort merkt das rein. Wenn wir hier auch viel Zeit wässern, aber Herr, wir loben und preisen dich, für das, dass du dort geplant hast und dass du dort geplant hast, dass du dort Regen gibst. Und was uns im Leben gut tut, auch für die ganze Natur. Und vorher, wir beten von dir auch für Kranke. Wir wollten früher nicht viel Scherzhol, eine Zeit lang nicht sehr gut gewesen, sehr erst im Hospital. Wir freuen uns, dass du auch was dich beisehen und die Familie. Und so auch für Klaus Herden, ein Haar voll. Viele schwere Zeit durchgemerkt. Wir freuen uns, die Armbrust stärken. Wir danken dir für so weit, dass er all ist. Und beten bloß, dass die Armbrust Kraft geben, dass er noch standhaft bleiben und ab dir vertrauen. Vorher, wir beten Neuburg für Pastor Jacobo, für die Botschaft, die er für uns hat, von der Jeff die Arm dienen wird und uns in Upnet hat. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen. Good morning, Sola. Wir wollen mit jedem Tag Gott loben und preisen. Dort erste Leute, weil wir in GM 148, weil wir alle Tag sehen. Solange Jesus bleibt der Herr, wird's alle Tage
die Blut und Gerechtigkeit, bleibt der Gemeine Schmuck und Kleid. Wir sagen ja mit Herz und Mund, das Lamm ist der gemeine Grund, der fest und unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Es fall nicht am kristallen Meer, das Losungswort vom kleinen Herr ist deines Wort uns durchgebracht. Lamm Gottes, das du warst geschlacht. Du bist und bleibest unser Herr, der Leitstern deiner Wanderer. Ihr Gnadenreich ist teures Haupt, woran ein jedes Herz glaubt. Dein Geist, der Geist der Herrlichkeit, mit dem der Vater dich geweiht, der ruht nun noch auf der Gemein und lehrt uns deine Zeugen sein. Für das nächste Leute, wer abstund wird passend es, gib mir Liebe ins Herz. Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten. Gib mir Liebe ins Herz, bete ich. Herr, du selbst bist das Licht, das erleuchtet. Darum scheine du nun selbst durch mich. Sing, Hosianna, sing, Hosianna, sing, Hosianna. Wasser, das durch Trockenheit fließt, bete ich. Herr, du selbst bist das lebende Wasser, darum fließe du nun selbst durch mich. Sing, Hosianna, sing, Hosianna, sing, Hosianna zu dem Herrn der Welt. Sing, Hosianna, sing, Hosianna. Hirte, darum sei du nun noch das durch mich. Sing, Hosianna, sing, Hosianna, sing, Hosianna zu dem Herrn der Welt. Sing, Hosianna, sing, Hosianna, sing, Hosianna zu dem Herrn. Da wird das nächste Leute stehen blieben. O sage, ist die Kunde wahr? O sage, ist die Kunde wahr? Das Wort so groß und wunderbar, dass unser Heiland Jesus Christ noch heute stets derselbe. Scherz aller Welt.
Ihr dürft Platz nehmen. Für das nächste Lied wollen wir die Kollekte heben. Kenya streft am Emmer Enel ja zu wohnen. Hab so eine Leib einer zum anderen, aus Christus zu uns hat, in sein Leben für uns Opfer, aus einem scheinen Gerach und dem Gott einen gefallen hat. Und so aus dort Helge zurückkommt, Lut begegnet nicht einmal so viel aus von Hurerie, Oreinigkeit oder Gietz der Red sein. Giselle nicht schon bohre in Norrenhof der Red haben. Wird nicht Dom hätten drieben, der gönnt nicht und steht. Aufgehend Leuwa dankbar zu sein, weil sie wollten, sei Gott, wer sich mit Hurerie aufgibt oder geht sich erst, wird jeder deins erst. So eine Menschen haben keinen Anteil an Christus und an Gott sein Reich. In Anfang 1521 sieht versächtig, dort geht nicht. Sieht versächtlich dort die Dächte leben gehen aus klügen Menschen und nicht aus so eine, der nicht weiten, was würde sagen, gehört. Er nützt die Tät üt, weil es dort erst eine schlechte Tät. Sieht vernünftig und fängt üt, was der Haar von jün verlangt. Und bedrängt jün nicht und wien, wo der ich die Kontrolle über jün selbst verlieren, aber wird voll vom Helden Jesus. Red einer zum anderen mit Psalmen und Singen in gässliche Leider. Singt und spielt am Hort dem Herrn zu Ehren. Und dankt an alles am Gott, dem Vater, für alles an Jesus Christus, unserem Herrn, seinen Namen. Schickt einer zum anderen, mit Ehrfurcht für Christus. Danke, Hans, für das Arbeit hier drinnen, aber auch für mich zu beten. Eine Brücke, das immer war, dass er für uns gebetet wird. Und ich wünsche in jedem einen, der wir hier von dir uns sind, geloten hat, Ruhe in Gott seinen Fried, um mitzukommen mit der Andacht, was wir von dir haben wollen.
in all den Mautmärken über ihn vor Blut, die sollen den Tüßels dessen langen Tags lesen. Also das ist eigentlich der ganze 5. Kapitel in der erste neun Vers in der Kapitel saß du. Und ich möchte ihn abrechtlich sein, ich kämpft mit so einem langen Tags. Wo tue ich, wo bringe ich rüht in so wieder und so war ich nicht so in Gott halt mir, dass ich letztendlich noch konfortig worden mit dort. Aber als ich mal euer hier den Epheserbrief durchgehen deut, welche Würfel Predigten ich von dessen Tags heute wird vernehmen haben? 5 Predigten. Und vernehmen soll ich dort in eine Namen bringen. Also das ist ein Beten schwartet Sache, aber wer wird sein Wort, wir können lernen aus dort. Also Hans wird auch darauf aufmerksam merken, dass wir noch in den Epheserbrief mit dieser Serie Predigten sind. Und ich möchte ein kleines bisschen reinkicken, nur die erste Predigten, die wird vorgewahrt sind. Also in der ersten Predigt hier, wie du ziemlich klar, wo in der Wutte Gott uns der Jesus Christus der Rettung geschenkt hat, aber auch uns gerat hat. Und in der zweiten Predigt hier, wie dort unsere Rettung von Sinn bloß in der Not ist, dass wir nicht kann noch irgendwo durch gute Worten in all seine Sachen dort verdauen. Und in der dritten Predigt hier, wie du von, wo Jesus durch seinen Versöhnungstod den Tön von der Feindschaft zwischen Juden und Griechen durchgeraten hat, in diese Feind Frieden in Gottes Kinder gemerkt, in uns dadurch zu der Einheit in Christus geschaffen hat. Und in der vierten Predigt, hier wie davon, wo Gott durch die Rettung von Jesus eine neue Menschheit in Christus gemerkt hat. Und ich glaube, wenn die drei denken, dann muss ich dort in alle Predigten, aber auch in den ganzen Epheserbrief, kommt dort immer wieder rührt nur der Hauptpunkt der Einigkeit in Christus. Dort wie alle taub, ich kann wirklich einig sein. Und dort muss ich auch aus diesen Predigten gebracht werden, dort immer wieder durch Hand gewesen wird in Christus. Also alles christozentrisch, dort immer soll nur Christus gehen. Und ich glaube, dort von ganzen Horten, diese Einheit von den Christen in Christus, der ist sehr viel wichtiger, als wie uns das Pferden bewusst sind, sonst wird Jesus am letzten Ofen versehen dort nicht so ernstlich für diese Einheit von den Christen gebet haben. Dass wir uns doch alle wurden wirklich einig worden und einig sein. In der ganzen Epheserbrief, der sehr ab dort anwesend, und wo Gott uns sogar dort geschenkt hat, diese Einheit, nämlich ein Gott, ein Vater, ein Glauben, ein Geist, eine Hoffnung, eine Taufe und so weiter. Dort hat er uns alle all geschenkt als Gemeinde in uns selber, in nur dieser Einigkeit alle streben. In mir packt dort mal Säuer, dass wir am 2. Juli 2013, als wir dort im Neukirchner Kalender durchhörten von einem trüen Prediger, in Heuset und ihr Stehnen existiert. Damit ein Mensch in Heinander Sinnigkeit, also damit ein Mensch in Männigkeit wirklich akzeptiert wird, braucht dort Furt 3 Bekehrungen. Die erste Bekehrung, der erste Jesus Christus. In der zweiten Bekehrung, wo der Mensch sich bekehrt hat, dort erst die klassische Kirchenmusik. In der dritten Bekehrung, um wirklich die Kirche zu gehören, müssen sie in eine gewisse politische Stimmung bernt sein. Also einmal zu Christus, zu der klassischen Kirchenmusik und zu der politischen Stimmung. Dort muss der Mensch sich handgeben. Und dann stellt er sich die Frage, ist dort wirklich im Sinn von Jesus? Und dann sagt er, nee, das ist nicht. Und dann geht er wieder und sagt es dort, wo haben so eine Tausatz Bekehrungen führen können, sagt er dort, wiesen all die Angaben oder Angebungen von der Statistik, von der weltweiten Missionsberechte und ja der Thema von der Einheit in Christus. In der Schrift hier, dort im Jahr 1900, also das sind nur ein bisschen über 100 Jahre,
Aber im Jahr 1900 gibt es auch 1600 verschiedene christliche Denominationen, also Kirchenrichtungen, wie sein. Und dann im Jahr 1970 schrift er durch, da werden es auch 18.800. Und dann im Jahr 2010 sagt er, dann werden auch 42.000 verschiedene Kirchenrichtungen. In Heuchtmul, was er sagen, der schrieben, der sagt, der bedürliche Wies verfällt besonders der evangelische Zweig von dem Christentum und ja düsende Gemeinschaften in Gruppen. Und dann sagt er, ich mein, du rahmt was falsch. Denn das gibt bloß einem Herrn. Und dann sagt er, in un arm, in un nicht sonst andere, sind alle unterschiedliche Befindlichkeiten zu meten. Nicht so viel verschiedene. Na, du gefällt mir nicht, ich war du. Und du bringst den Epheserbrief uns das stark gerührt, dass wir nicht so eine Gesendung haben von Hahnenträg, sondern dass wir klar haben, wir haben alle einen Herrn, Jesus Christus. In als Kinder Gottes haben wir hierin noch viel von der Einheit in Christus zu lehren und noch zu praktizieren. Denn Gott will dort ein Herr, nämlich Jesus, und ein Herr, nämlich Jesus seine Gemeinde sein soll, was wir hier in der einen Leid auch besingen dürfen. Dort ist, was Gott will. In uns nicht so bekämpfen und eben unter Vertalinnen, so wie dann so war ich. In mein Verlangen im Gebet sind, dass diese Predigten und diesen Epheserbrief wurden dazu beitragen, dass wir als Blumenallgemeinde Meier in dieser Einigkeit, in dieser Einheit nennen können. In dieser Predigt von der möchte auch dazu beitragen, also von der geht das besonders an die Beziehungen, also christliche Beziehungen als Geschwister im Herrn aller Taub. In dort erst, was wir uns wollen im Bett anschicken, wo wir christliche Beziehungen fördern können. Inne, so sagt ihr schon, mit Undieden deutet erst ein langer Tag. Also, ich will von der und nicht so einzelne Kommentare rüberbringen. Ich will von der und bloß einfach den Bibeltag reden lassen. Darauf hat Gott mir mit Hand gewesen, diese dreifache Weich, wo wir können gute Beziehungen fördern und was Beziehungen stören dort. Also, weil ich mir den Tag reden lassen von der und nicht so sehr von Besied nennen. Also erstens mal, so wie in der Vers 5, 21, die Beziehungen unter den Christen im Allgemeinen. Leute sind hier in der Kirche oder mit anderen Kirchen Christen, aber die Beziehungen unter den Christen. In welchen diese Beziehungen wirklich stattfinden? Und ich möchte hier wirklich dort rüberbringen, was die Bibel sagt. Einmal möchte ich sagen, indem wie Gottes Beispiel folgen, also Gott nur open, aus seine geläufte Kinder. Wenn wir dort werden tun, aus Kinder Gottes, Gott nur folgen, alle durchhören, nicht so, dort wird gute Beziehungen bringen. Das ist mir ganz klar. Auch indem wir uns untereinander so leben, aus Jesus uns läuft. Also jetzt kommt in die ersten zwei Versen ganz klar rüber. Wenn wir das wollen tun, dann wird eine gute Beziehung unter Gottes Kinder sein. Also die Leib Christi, die kann alle Gottes Kinder zu der Einigkeit, Harmonie, zum Frieden und zu einer engen Beziehung bringen. Aber wir Menschen, wir lüten das Pferd nicht. Und wir wollen das ein Simul nicht mal. Aber die Leib Christi kann das tun. Die können durch haben bringen, dass wir aus allen verschiedenen Kirchen universal auf der Welt, alle wegen aus Gottes Kinder, können taub eine gute Beziehung in dieser Einigkeit leben. Und wieder sagt er hier, wenn wir aus Kinder von dem Licht leben, also im Licht Gottes wohnen, in der Frucht des Geistes von reiner Güte, sagt er hier, in Gerechtigkeit, in Wahrheit, wenn wir diese Frucht des Geistes wollen rüberbringen, dort wird auch gute Beziehungen und ja ans Kinder Gottes bringen. Und das fangen wir in der Vers 8 in 9.
Und indem wir immer weiter nur die Stimme von dem Heiligen Geist horchen und dadurch prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist, und am auch eine Freude merken, bauen wir auch eine gute Beziehung ab. Das fängt wie du in den Tieren falsch. Auch indem wir sorgfältig darauf achten, dass wir aus Weise leben, in den Gelegenheiten, die Gelegenheiten, die Tiet uns schenkt, oder Gott uns schenkt, auszunutzen, um Gott wirklich zu dienen, in das dort durch Gottes Willen erkennen und folgen, das bringt auch zu guten Beziehungen. Und dort fing wie du in die Farsch 18, Entschuldigung, 15, 16 und 17. Und dann habe du noch einen ganz interessanten Gedanken, diese Übersetzung dort rüberbringen wird, aber ich sage einfach, es wird. Indem wir uns durch eine dankbare Einstellung in der geistliche Lobleider in Musik unsere Horten für den Heiligen Geist aufmerken. Also indem wir das tun, führt uns das auch taub zu einer guten Beziehung. Ganz interessanter Gedanke, was Paulus hier auch rüberbringen wird. Dort fing wir durch die Vers 18, 19 und 20. Und wir wollten dort, der Heilige Geist, der bringt uns den Leib Gottes einer zu dem anderen. Und dort bringt uns eine gute Beziehung. Einer mit dem anderen aus Gottes Kinder. Und dann wollen wir uns mit Achtung für Christus uns untereinander freiwillig unterstellen. In uns ist dort einen anderen und ihr Städten mithalten in der Gemeinde Jesu Christi, das bringt auch zu guten Beziehungen. Also der 21. Vers. Ganz, ganz klar. Das gibt gute Beziehungen, wenn wir das alles werden nur kommen. Und dann deutet Paulus über das andere mit. Und dort ist dort, wo Beziehungen kaputt bringen. Wo diese christliche Beziehungen, wovon Paulus hier reden wird, dort kaputt brechen. In welche Sachen, wo christliche Beziehungen kaputt brechen, dort weit wie dort erst Sinn. Sinn trennt uns von Gott und Sinn trennt uns aus Kinder Gottes untereinander. Das ist ganz, ganz klar. In Paulus nennt hier diese Sünden. Wie weit du sind noch ein Großteil mehr, kriegst du noch viele andere gute Sachen, sind, die uns zu guten Beziehungen bringen. Sie sind auch viele andere Sachen. Aber er nennt hier die Hurerie. Die nennt er hier das erste ab. Die Hurerie. Also das meint einfach, aller Sex bietet eine Ehe. Das nennt die Bibel Hurerie. Und wenn wir uns befrieden, rüttbrechen mit unserer Ehe in den anderen Namen, dort erst doppelt, dort ist Ehebruch und dort ist eine Hurerie. Und sonst ist dort bereit, alles im Bieter. Dort sage ich hier ganz klar. Und dann das nächste nennt er sogar alle amoralische Last, wo Jesus von reden wird, die Last zu begehren, das reine alles. Sind es dort bereit, auch die Beziehung zu Gott oder zu Menschen in zwei. Der wirkt einfach den zwei. Und dann geht er wieder, und dann sagt er, in auch die Habgier. Also, dort meiern, noch gern sind, dort und dort noch zu haben. Von dort ans Hauptziel erst, dort ans das Wichtigste erst. Das bereit alles in zwei. Dass der diese gute Beziehungen zwei merken. Und dann kommt er so wie, was er sogar von uns Müll anfängt zu reden. Die schwänische Rede, die sich überhaupt unter uns Gottes Kinder nicht sind, dass wir überhaupt Leute über unsere Tunge kommen. Diese schwänische Rede, da bereitet auch so viel in zwei. Und dann kommt er von den törichten, also dummen Redensorten, in was wirklich auch unter Plüderie kommt, wo wir alle auch mit uns versündigen tun. Plüderie, weil wir auch, da bereitet so viele gute Beziehungen in zwei. Und das selbe nicht. Und dann kommt er sogar ab schwänische Spußen. Schwänische Spußen. Das bringt nicht
gute Beziehungen. Das merkt das auch alle zwei. Und das führt in das Sinn, nur die sinnliche Seele. Und dann redet Paulus hier so gut davon, der Lade wird. Was hat er meint, die falsche Lehren? Man einmal wieder absteht und sagt, no, das ist so und so, das ist so und so. Was von der ganzen Tag all auf so viele Städten dort. Dass Menschen bloß einfach einzelne Bibelfarsch nehmen und sich durch eine Lehre merken und fangen eine frische Glaubensrichtung an. Und wie weit denn dort? So eine Verschiedenheiten, die brechen die Beziehungen auch bloß in zwei. In der Gemeinde, aber auch zwischen Gemeindes und so wieder. So, weil nicht falsche Lehren laufen. Und dann bringt er das auch noch rüber. Und da sich mit Alkohol betäuben. Ein Berüschen, Berauschen. Und dort wird wie Alkohol breit. Viel, viel Gaudet in zwei. Und verstand ich es so über die Kontrolle damit. Und dort fingen wir in den Versen 3, 4, 6 und 8 hin. Wo Paulus von dort reden wird, was gute christliche Beziehungen in zwei brechen dürfen. In diesen Sünden, wo er nicht taub, sage ich da, die merken, oder diese Sünden, die die gute Beziehungen unter Gottes Kinder kaputt merken, sage ich dir hier nicht ganz klar. Dort soll die weiten, dort kein Hurer, kein Arena, kein Habgierer, kein Wiensüber, Anteil und dort aufgehört in der Dreck Gottes haben. Poste bloß gleich nennen. Wer hinterbreitet alles in Bieter? Zweitens, sei wie in den Versen von Kapitel 5, 22, der ich saß, der ich feier, die Beziehungen in der Ehe und auch in der Familie, was Paulus hier auch beschrieben hat. In hier beschreibt er, kriegt sie Gott auch gute Sachen, die zu guten Beziehungen führen. In einmal sagt er dir, wenn der Ehe früh dort voll unerkannt in unser Stadt, dort Gott den Ehemann zu der Hauptperson in der Ehe verantwortlich gemerkt hat, in dort respektiert, in dort unser Stadt, in dort Merthaupt, dort bringt gute Beziehung in euch. Aber nicht, wenn ihr früh rebellisch gegen ist, gegen diese Ordnung Gottes. Dort bringt nicht gute Beziehung. Aber wenn ihr früh dort seid, dort bringt gute Beziehungen durch. In dem Mann, der trägt von Gott her eine große Verantwortung. Einmal zu der Ehe früh, aber Glotter zu den Kindern, wo wir auch noch von reden. Und er vergleicht das hier mit Christus, seine Verantwortung zu seiner Gemeinde. Diese Verantwortung haben wir als Männer zu vollführen, in der Früh uns zu helfen und zu unseren Städten in Pferdeweich zu kommen. Und wenn wir morgen früh hier können einsehen, das bringt uns eben eine gute Beziehung in der Ehe. Und Gott hat die Ehe für eine Partnerschaft gemerkt, wo sich einen anderen halten und stärken und dadurch in diese gute Beziehungen einer zum anderen näher kommen können. Also mit anderen wird, möchte ich sagen, sagt Paulus, ist das, wo die Gemeinde Jesus halt, oder so als die Gemeinde Jesus halt, ist in unserer Stadt in Bifurt, dort wiederzubringen, alles so soll die Früh auch ihren christlichen Ehemann unserer Städten in halten. Wie in Paulus sagt das hier ganz klar, im Herrn. Dort ist mir immer wichtig von Paulus. Wie Männer, wie sollen unsere Frühe im Herrn leben? In der Früh, die soll den Mann im Herrn unterdun sein. In der Eltern sollen die Kinder im Herrn abertragen. In der Kinder sollen die Eltern im Herrn gehorsam sein. In der Sklaven, die sollen im Herrn treu dienen. In der Arbeitsgeber sollen im Herrn treu und abrecht zu den Arbeitern sein. Alles immer war er im Herrn. Und dort ist mir hier wirklich eine wichtige Sache von Paulus, dass es dort rückbringen, der dort im Herrn passieren soll, was wir damit sagen, dass Gott wohlgefährlich alles soll sein, so was Gott dort haben will. So soll wir in der Ehe einen mit dem anderen umgehen, in diese gute Beziehungen haben. Und wenn wir als Ehemann unsere Ehe früh leben, so ist Jesus uns läuft in uns für ein Handgeben, dass Jesus sich für uns Handgeben hat,
in sei in der Familie, in der Gemeinde, auch in der Gesellschaft, aus einer, oder ich soll sagen, aus einer guten Ehefrau durchstahlen, in ihr gut behandeln, so dass Jesus uns dort tät, wo wir dadurch gute Beziehungen merken. Das ist ganz klar. 24, 27 bringt Paulus das dreht. Weil Christus uns durchgestellt hat, ohne Flecken und Runzel. In welche Männer, von wie unsere Frau wirklich leben, und nicht alle wegen, und wegen negativ von ihr reden, in das dort, dort hält die Beziehungen in Ordnung. Aber wenn wir erst anfangen, über unseren Ehepartner zu grünzen und zu kritisieren zu anderen Menschen, dann bleibt unsere Beziehung zwei. Das ist ganz klar. Also wenn wir unsere Frau wirklich in dieser Hinsicht haben, auch leben, und dort wird die Beziehung auch fein merken. Und wenn wir unsere Ehefrau so leben, als wenn sie wird, uns körper sein, dann merkt wir eine gute Beziehung mit unserer Frau. Wuppertaler Studienbibel behaftet es dort Eva sagt, du deine Frau so behandeln, als wenn sie du wärst. Gern auch dort, wo du dir gernst, verzeih also, dass du dir verzeihst, leif also, dass du dir leifst und so weiter, nicht so? Dort, dort bringt gute Beziehung in euch, wenn wir das dort mit unserer Frau am Gehen tun. Wenn wir unsere Frau wirklich so leifen aus unserem Körper, dann wo wir in der Hinsicht haben, wirklich fairerweise kommen und uns diese Leif geben, in diese Einheit kommen, wo das wirklich fehlen wird. Und dann habe ich hier einen ganz interessanten Gedanken, was Paulus auch rüberbringen wird. Und das passiert, ich würde sagen, Taufhirten bei Eltern und Kindern. Aber Paulus möchte hier von uns das sein. Und wenn die Kinder, oder wenn die Eltern ihre Kinder wirklich bei den Kass losloten, und die Kinder die Eltern bei den Kass losloten, das bringt in vierte gute Beziehung und ja das junge Ehepaar. Aber nicht, wenn Tochter oder See noch nicht loslässt oder Mama und Papa nicht loslassen. Dort verbreitet diese Beziehungen in dieser Ehe sehr hastig. Und das ist wirklich wichtig, dort wie Mama und Papa loslassen, aber auch Mama und Papa loslassen. Beide Seiten, wenn wir uns loslassen, in das dort wirklich für ihren Proben dort zu sein, zum Sehen zu sein, und dann darf nicht die gute Beziehungen, wo die Eier fangen sind im Novjahrsgut, dort auf einmal alle zwei bringen, in der Eier untereinander geht und all sind es dort. Also so viel drehen so eine Sache der Tobi in. Gott will nicht, dass dort er will einfach, dass wir sollen alle unsere Flieht in der Dörren. Und das bringt er in den eindeutigsten Falsch über die. Dann möchte ich sagen, wieder, wenn die Eltern ihre Kinder im Herrn abtragen, bringt dort gute Beziehungen im Heim. Durch die falsche Feier, den Anfang. Also im Herrn abtragen, das meint einfach, dass Eltern sich Gott so handgeben tun, dass Gott diese Kinder durch Ernte abtragen wird. Das ist eine große Abgabe. Aber wirklich, wo Mama und Papa sich Gott handgeben, in Gott loten arbeiten, durch Ernte die Kinder nicht abtragen. Das geht nicht anders, als das bringt eine gute Beziehung im Heim. Das einfach. Und wenn wir proben, in der Hinsicht haben, unsere Pflicht zu tun. Und wenn wir nicht Kinder zu Hause haben, dann haben wir das noch mit ihren Dönen und mit den Großkindern, wenn all die da sind. Also wenn wir durch unsere Pflicht auch tun. In dem Herrn und abtreiben, das ist auch viel wichtiger, als wir das Pferden denken. Dort wir das wirklich so tun, als Gott das haben will. Und wenn die Kinder ihre Eltern im Herrn, also dass Gott das will, gehorchen, respektieren, leben, halten, bestaunen, in irgendeine Freiheit merken, das führt kriegsgute, gute Beziehungen im Heim. Und dort erst, was uns mitgemerkt wird, dort wir mit dem arbeiten tun, dort wir können auch im Heim, nicht bloß in euch, aber auch in den Heimen, gute Beziehungen haben. Und das bringt die Farsch 1 und 2 in Kapitel 6 auch ganz klar rüber. Und wo die Eltern ihre Kinder über durch irgendeine Sachen mutlos
in äuerlich merken, in Krieg so umgedreht, wo die Kinder ihre Eltern durch das Leben von Ungehorsam, das Leben schwer merken, bracht diese gute Beziehungen auch kaputt. Vier davor steht Paulus ganz klar abmerksam merken, dort jene Kinder nicht rebellisch, nicht zornig, nicht mutlos, äuerlich merken. Gut merkt ihr so an, dass die Kinder wirklich eine gute Beziehung holen. Das ist so wichtig, dass wir als Eltern dort tun, den zwei mit dort alles kommen können. Und dann kommen wir zu der dritten Staub, also der Versen 5, der Knien im Kapitel saß, wo wir hier dort seinen, wo wichtig die gute Beziehung auf der Arbeit steht, erst also zwischen Arbeiter und Arbeitsgeber. Und wenn wir dort noch ganz klar holen, wir reden nun von Beziehungen unter Christen. In hier bei Arbeit steht, das meint auch der christliche Glauben und der christliche Herren, an wem Paulus hier geschrieben hat. Also werden wir doch klar haben, das ist auch unter Christen, den es hier meint. Und wenn der Arbeiter, wo immer der ist, den Arbeitsgeber im Herrn gehorsam ist, in Trü, in Gewissenhof an der Arbeit ist, wird dort gute Beziehungen zwischen Arbeiter und Arbeitsgeber bringen. Wo Arbeiter das wirklich tut, dass die fünfte Frage dort rüberbringen tut, dort bringt uns die gute Beziehungen. Und wieder sage ich dort, okay, wo wir als Arbeiter mit einem guten Willen, also mit einem guten Willen, nicht mit einer kritischen, undankbaren, vergrünzten Einstellung zur Arbeit gehen, no? Wo wir mit dem guten Willen zur Arbeit gehen, in vom Horten, dort aus einem Gottesdienst merken, in Dubi dort Bewusstsein haben, dass Gott immer hier zu gehen ist, und in dieser Hinsicht haben auf Arbeit steht sein, dort bringt gute Beziehungen zwischen Wirt und Arbeiter. Oder zwischen Wirt und Kirche, wer immer wieder nennen will, nicht so? Also dort ist so wichtig, dass wir das klar haben. In wo wie aber bloß in der Gegenwart von den Arbeitsgeber drü in Gewissenhof du proben umzugehen, da will ich sein, dort bereitet die Beziehung kaputt. In der Tag fährten gehört, wenn der Wirt oder sie an dem Orgel geworden, er haben die Schaf irgendwo nennt, dann wird so hoch, ich sage, du kommst da. Und dann rannen die alle an ihren Platz und tun so, wenn sie alle an der Arbeit sind. Ich weiß, dort gibt es keine gute Beziehungen. Und wer immer hier von uns Arbeiter ist, ich werde trüben abrechtig, wie die Arbeit sind, doch ganz klar haben, wir haben Gott, dem wir deinen, und der sieht uns. Der weiß, wo wir das meinen, was wir trüben abrechtig sind. Und dadurch können gute Beziehungen mit unseren Arbeitsgeber haben. Und wieder möchte ich sagen, wenn der Arbeitsgeber auch trü in Gewissenhof mit seinen Arbeitern angeht, wird dort gleich so gute Beziehungen auf der Arbeit stehen. Und dort geht wirklich schön, einen guten Wirt zu haben. Und ich weiß noch, von das Eck als verschaffen hat, wir hatten so feine Beziehungen, wo er manchmal uns einladen hat, zum Beispiel, sie fuhren in der Stadt, entscheiden, wir wohnen da in Casamerno. Heute Zeit werden wir top umgesehen. Wir sind bedeutend dort Restaurant, kommt und dann werden wir top umgesehen. Er hat Meiermonde ernt einladen, in viel, viel geistliche Gemeinschaft haben wir miteinander gehört. Ich glaube, dass wir eine gute Beziehung, was ich mit meinen Wirten habe und ich mit mir. Das ging wirklich schön. Wir sind von der ganzen Tag nach immer gute Freunde. Und wer wir proben, auch auf der Arbeit steht, gute Beziehungen miteinander zu haben. Und wenn der Arbeiter, er entschuldigt sich, der Arbeitsgeber mit seinen Arbeitern immer mit dem Bewusstsein umgeht, dass sein Arbeiter in heu als Arbeitsgeber bär im Bilde Gottes gemerkt sind, in Gott kein Unsinn von der Person merkt, so der Mensch auch nicht, dann kommen dadurch gute Beziehungen zu stehen, weil bär deinen den selbstigen Herrn. Und das bringt uns auf Arbeit steht in eine gute Beziehung, ist dort. Und das bringt den Nähen der Farsch, der sei ja klar, dass das soll auf Arbeit steht passieren. So gut als möglich. Ich weiß dort,
wofen die Menschen da auch Menschen sind, die bei 300 in noch mehr Arbeiter unter sich haben, dort ist gar nicht so eine leichte Sache. Mit jedem Eindruck, dass sie gute Beziehungen haben, über Pferden, die dort dann durch Unterwitz und so wieder, aber ich glaube, es ist wichtig, dort wie, wenn wir Arbeitsgeber sind, dort wie dort christlich donen, aber auch wenn wir Arbeiter sind, dort wird auch am christlichen Weich donen, und dort wie den Weich du wählen kannst, gute Beziehungen haben. Und dann verstehe ich diesen Tag über das Stil, wo über die Arbeitsgeber lieflos, kalt und drehend mit den Arbeitern umgeht. Da kommen diese guten Beziehungen nicht zu stehen, oder wenn sie dort werden, bereitet das alle wieder. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Leib miteinander umgehen und dass wir in dieser Einigkeit können erlernen und durchleben. Also, Topfoto möchte ich das jetzt sein, dass ich diesen langen Tag von 42 wird, habe ich weins gesehen, wodurch wie gute christliche Beziehungen unter Christen in der Ehe und in der Familie in der Arbeit steht, zwischen Arbeitsgeber und Arbeiter entstehen lassen können, aber wo wir das können zubringen. Ich möchte Gott uns helfen, dort wir können so arbeiten, dass die Beziehungen auf all diese Levels können gut sein, nicht so? Und die Frau erst nun, wo ist meine und deine Beziehung zum Gemeindebruder oder zu der Gemeindesester? Wo sind unsere Beziehungen hier in der Gemeinde untereinander mit unseren Geschwistern im Herrn? Und wo ist meine und deine Beziehung zu unseren Ehepartner? Ist die fern oder ist die kaputt? Wo sind meine und deine Beziehungen zu der Kind? Wo sind meine und deine Beziehungen zu den Eltern, wer noch Eltern hat? Oder zu unseren Arbeitsgeber? Oder zu den Arbeitern? Jeder einer kann sich hier von der uns selbst die Frage stellen, wo sind meine Beziehungen in diese Feier Sachen, dort Gott uns möchte durchhalten, dort wir wirklich können Gott deinen. Und er kommt nicht trägt nur den ersten Vers, da wir Gott ernstlich nur oben, damit wir ein gutes, leifhaltes, anständiges und barmherziges Benehmen haben, und dadurch in all diese erwähnten Bereiche eine gute Beziehung haben, da wie dort, wird wirklich schön sein, wenn wir das können nur kommen. Oder macht wie von denen, wie Gott in die Menschen bekennen, dort wie durch uns hohret, anständiges und kaltes Benehmen, die gute Beziehungen dort gemerkt haben, nur das sein, dass in der Kirche, in der Ehe, in der Familie, in der Arbeit steht. Und sogar durch die Einheit von der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie, in der Arbeit steht, kaputt gebracht haben. Wo stehst du wie wirklich? Wer war uns das von der Entfrehung in Gott uns lassen, die Antwort geben? Er kann uns die beste Not geben. Er kann uns später, als wir selbst oder irgendein anderer. Und wann das so ist, dass wir nicht in Ordnung stehen mit den Beziehungen, wird die Worte dann laut Gott uns von dir und ehren. Das wie Gott, aber auch wie Menschen in Ordnung zu bringen und von hier wieder proben in all diesen Hinsichten haben, die christliche Beziehungen abzubühren. Pferde bei euch zu bringen und dort auch kommen besser geworden. Dass wir wirklich mit allen Menschen, das Paulus hat gesagt, man mählich es lebt mit allen Menschen im Frieden und hat mit allen eine gute Beziehung und lebt in diese gute Beziehungen. Und ich muss es dir sagen, wenn du dort Bäder brückst, wohin wirst du nicht nur jemand, zu dem du vertrauen hast, begonnen in Frieden, als du für dich beten kannst. Und dass du die Kraft kriegst, begonnen in Stellen, dort alle in Ordnung, in merkenbare gute Beziehungen. In Jessica, Quintana und ich, wir sind wohl uns von dir hier mit Jintop zu beten,
wenn jemand dort vertrieben zu uns hat, wir sind auch dort oben, aber weil wir wirklich dort in Ordnung bringen, wenn wir uns unsere Sachen verschuldet haben, dann werden wir proben, weiter gute Beziehungen zu haben. Ich muss Gott uns wirklich halten, dass wir keine gute Beziehungen merken, wo wir nicht haben. Und durch muss Gott uns seine Genut schenken, ob dort gelingen. Amen. Werden wir noch top beten. Vater in den Himmel, wir wollten dort dein Hauptziel, uns Menschen zu merken, wir mit uns in eine gute Beziehung zu leben, und auch, dass wir mit dir und mit unseren Nächsten in eine gute Beziehung leben. Und wir haben hier von dir und gesehen, wo wir dort kennen, in Worte zwei bringen dort. Und wir beten von dir und Vater, dass du uns verzeihen musst, wo wir fern tödlich ältig angegangen sind mit uns ganzes Benehmen, mit unserem Charakter, und haben dadurch Beziehungen zwei gemerkt. Durch verschiedene Sünden haben wir auch unsere Beziehung mit die zwei gebrochen und auch mit den Menschen, woran wir uns versündigt haben. Und die war so gern, dass die Töne von der und auch durchgeräten wurden von dieser Feindschaft, von dem kaputten, weihe Leben. Und wir beten wirklich, dass du uns hilfst, wo immer wir uns verschuldet haben, dass wir können diese Sachen in Ordnung bringen, in gute Beziehungen durchschaffen. Leiden für die uns in Halb uns durchrennen. Und jeff uns besonders die Reinigung von unseren Sünden in den Heiligen Geist, die Kraft, die uns durchführen kann. Dort beten wir in deinen Namen. Amen. So, Gottes Fried mit uns alle. Zum Schluss werden wir das Leute singen. Wir stehen hier vereint. Wir posten das, wenn wir abstehen. Mit wem du beten, komm wirklich in den Ferien. Jakob und Jessica wollen hier sein. Also das ist ein großes Ferien, was wir haben, einer von uns dort zu sein und uns zu halten. Und nun wünsche ich Ihnen alle einen sehr schönen Tag von dir. Und der ich diese Woche im Nudenken für diese Botschaft, was wir haben gehört, wie aus Wirtser, aus Wobberer, wie immer wir sind, weil wir dort in unsere und an so Arbeit steht, proben zu leben. Wünsche Ihnen alles Beste und hat eine gute Werk. Wir sind dann los.